So, jetzt ein Video zu dem Bluetooth-Modul. Ist neu im Shop verfügbar, relativ klein, kompakt. Zu den Anschlüssen, ein Kopfhöreranschluss, ein USB-Anschluss. Kopfhöreranschluss ist klar, Aktivboxen oder eben Kopfhörer. Der USB-Anschluss kann für die Stromversorgung genutzt werden. Man kann die Stromversorgung aber auch löten. Hier noch ein normaler USB-Port, den kann man zum Beispiel für die Stromversorgung nutzen, wenn man Aktivboxen anschließt und die brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss. Oder man kann einen USB-Stick reinstecken und daneben ist noch ein Micro-SD-Kartenslot. Um das Gerät zu koppeln, also ich kann hier drauf Files von jedem Bluetooth-fähigen Gerät, Handy, Tablet, PC etc. abspielen. Dazu muss ich das mit dem Gerät koppeln. Das heißt, ich gebe jetzt hier mal die Spannungsleitung, das ist ein Standard-Handy-Lade-USB-Kabel. Gebe dem jetzt hier mal die Spannungsversorgung, das leuchtet dann so schön blau und sucht nach verfügbaren Geräten. Parallel dazu starte ich mal Bluetooth auf meinem Telefon. Ich habe hier schon etliche drin, die könnt ihr aber alle ignorieren. Entscheidend ist, dass der das hier unten bei verfügbar findet. Hier hat er ein neues Gerät gefunden. Wenn er das neu identifiziert hat, nennt sich das irgendwas mit mit Bluetooth 2.0 oder so. Gucken wir gleich nochmal rein. Er paart jetzt, hat jetzt gepaart und da oben ist es drin als verbunden. Also Bluetooth Audio V2 nennt sich dieses Modul dann. Das Koppeln muss ich nur einmal machen. Beim nächsten Mal wird das automatisch gestartet. So, ich nehme jetzt mal hier solche preiswerten Aktivboxen, die gibt es irgendwie für unter 10 Euro, unter anderem bei Amazon und nein, ich kriege da keine Provision. Stecke die mal in die Kopfhörerbuchse, gehe in meinem Handy, ich hoffe man kann das hier erkennen, gehe in meinem Handy in die Musik. Gucke mal, viel habe ich hier nicht, aber ein bisschen was. Eckart von Hirschhausen, das ist gut. So. Drücke Play. Lass uns schnell nach Hause einen warmen Tee trinken. So, jetzt kann ich das quasi, alles was ich auf dem Handy sonst hören würde oder mir anhören würde, kann ich jetzt über dieses Bluetooth-Modul auf Kopfhörer oder Lautsprecher streamen. Oder Stereoanlage oder alles was einen AUX-Eingang hat, kann ich das Ding dranhängen. Ich kann jetzt hier drüber vor, zurückspulen, habt ihr eben schon gesehen. Ich kann das aber auch über die Tasten auf dem Modul machen. Ich habe hier Play, Next, Pause, Stopp. Ich mache mal Pause. Spiele weiter. Nächster Titel. Frau Ulbricht, Staatsrat. Zurück. Nochmal zurück. Und so weiter. Also ich kann hier über diese Tasten auf dem Modul, kann ich da noch eine ganze Menge tun. Ja, das war's eigentlich schon. Super simpel, super einfaches Teil. Wenn ich hier auf dem Telefon Bluetooth wieder trenne.